Guess who's back? Hallo ihr Lieben! Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute schon mal meine Bestellung von JM Kreation. Die Jutta hat mir schon etwas zugeschickt und die ganz große Bestellung, die zeige ich euch dann in einer Woche. Die kommt ein bisschen später. Aber ich dachte, ich filme das schon mal ab, sonst wird es vielleicht dann auch zu viel. Man hätte es alles zusammen machen können, habe ich jetzt nicht, ist auch wurscht. Wie immer, steht hier meine Adresse drauf? Nein. Wie immer kriegt man ja immer eine Kundeninformation zur Verpackung und ein Geschenk. Das finde ich ganz toll, denn das muss ja auch nicht jeder machen. Also das ist einfach klasse, was die Jutta da macht. Vielen lieben Dank, leider habe ich das schon, aber das kannst du ja nicht wissen. Das werde ich mal als Goodie irgendwo mit reinpacken oder vielleicht meldet sich jemand und sagt, auch ich möchte das so gerne haben. Dann könnt ihr euch gerne melden. Das schon mal vorab. So, dann zeige ich euch erstmal ganz kurz die Stempel. Das ist nämlich nicht viel. Das sind halt eben jetzt die Neuheiten. Also was ich mir aus den Neuheiten ausgesucht habe. Ja, das ist einmal Alltagsworte. Das ist die Artikelnummer. So, Entschuldigung, ich musste mal kurz nach Milo gucken. Und dazu, das zeige ich euch auch gleich, habe ich mir noch die Stanzen mitgenommen, weil ich das ganz toll finde in Kombi. Das ist die Artikelnummer. Also ich finde das einfach genial. Ihr könnt das aufs Projekt draufstempeln oder ihr stanzt das aus. Also das ist wirklich mega. Ja, ich glaube so rum. Nee, wenn man es ausstanzt, natürlich so rum. Ich bin auch manchmal ein Depp, ne? Also hier, wenn man jetzt den Wunscherfüller nimmt, ne? Das passt genau drauf. Also richtig schön. Ein ganz, ganz tolles Set zusammen. So, also die habt ihr ja schon gesehen. So. Dann habe ich mir natürlich, weil ich die so niedlich fand, ich habe das auch schon montiert. Ich mache das so gerne. Das Küken-Trio mit dieser Artikelnummer. Sind die nicht niedlich? Die sind so süß. Also, da werde ich mich heute auch gleich ransetzen und kolorieren und vielleicht auch eine Karte machen. Ich finde die so putzig. Oh, sind die süß. Alle drei. Also ich... Ach, niedlich. Da geht das Herz auf. Und dann habe ich mir Ostereier mitgenommen mit dieser Artikelnummer. Ja, die sind niedlich, ne? Sehr untypisch für mich. Denn eigentlich, nehme ich das eher seltener mit. Und ich finde auch, wenn man das so sieht im Shop, spricht einen das nicht an, weil es ist, ja, viele können sich da immer nichts weiter drunter vorstellen, weil es schwarz-weiß ist. Deswegen werde ich hier euch mal ein paar Beispiele zeigen. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen ja überzeugen, die Eier mitzunehmen. Denn das ist ganz toll für Hintergründe. Ja, da habt ihr ein geschlossenes, also ein Solid Eye und das könnt ihr dann reinstempeln oder ihr nehmt den einfach so. Also auch ganz, ganz toll. So, dann kommen wir zu den Stanzen. Da habe ich ja eine große Stanze mitgenommen, die habe ich irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ob die schon Weihnachten... ist das eine neue? Ich will jetzt keinen Schmarrn erzählen. Also entweder ist das eine neue und ich habe es vergessen oder sie war noch nicht frei und es gab es jetzt erst. Oder es ist eine alte? Ist das eine alte? Ist auch wurscht. Ich habe sie mitgenommen, ich habe sie gefunden, ich hatte sie noch nicht. Und das ist die Artikelnummer. Etiketten DIN Lang plus Mini Slim. Ja, und das ist ja auch wieder was. Die Jutta knallt ja das alles zu. Hier möchte jemand mit erzählen. Hört ihr es?
Die Jutta füllt das immer gut aus, damit ihr was für euer Geld habt. Also, ne, ihr habt hier eine große mit dabei, ihr habt hier eine Mini-Slimline mit dabei. Also, das ist doch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist mega. Das macht kaum ein Hersteller. Dann habe ich mir mitgenommen Blütenzweig mit dieser Artikelnummer. Mega für Hintergründe. Stanzt ihr euch einmal in Farbe aus und einmal in Vellum. Mega. Also auch dieser hier musste mit. Das ist mein absoluter Liebling. Blätterzweig mit dieser Artikelnummer. Ich sage das jetzt nicht immer dazu. Ich halte es in die Kamera und dann seht ihr das. Ja, da freut sich einer. So, ja, also das ist, falls jemand wissen möchte, wie groß der ist. Also von der Spitze bis hoch sind es 8 cm. Nur mal, weil ich finde, es ist immer gut zu wissen, wie groß sowas ist, ne? Und der ist 8,5. Also eine schöne Größe. Auch bei den Küken, falls das mal einer wissen möchte, die sind 5 cm und in der Breite 5,5. Also die füllen auch schön aus. Falls meine lieben Mädels zu gucken. Eure Lineale sind hier auch. Ich nutze immer mal, ja, ich nehme mal das, mal das, mal das. Die hier stehen hier oben. Das ist für mich eher so, ja, so ein Andenken, ne? Das ist von meiner lieben Melli und von meiner lieben Bippi ist mal in Snickers. Ich grüße euch. Also die stehen hier oben. Das, ja, das gehört jetzt hier nicht zum Haul, aber das hatte ich mir ja. Huch, schmeiße ich es gleich weg. Das hatte ich mir ja gemacht und die habe ich geschenkt bekommen. Also ich freue mich trotzdem, wenn ich ein Lineal bekomme und die stehen hier und ich, die sind so niedlich. Dankeschön nochmal dafür, ihr beiden. Also total süß. So. Du, ich, wir, dir, euch. Das fand ich mega, weil ich kann jetzt hierher gehen und sagen, ich gratuliere, ne? Ich stanze mir das aus und das stemple ich. Wir gratulieren. Ja, also ihr könnt mit Jutta ihren Sachen, ihr könnt so hin und her mixen. Einfach nur toll. Das hatte sie auch in ihrem Video gezeigt und erklärt. Voilà. Guckt unbedingt mal bei ihr rein. Zeigt da so schöne Sachen. Und ja, da seht ihr dann auch das ein oder andere, was ich hier vielleicht jetzt nicht habe oder was ihr noch nicht gesehen habt bei mir. So, dann habe ich eine letzte. Natürlich mussten die Kleeblätter mit. Da sage ich euch auch mal, wie groß sie sind. Also das ganz große hier ist 8 cm. Der hier ist 6,5. Und der kleinste Scheißer ist ja so 2,5. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die beiden hier ist jetzt nicht so meins, aber trotzdem schön. Aber die hier, ne? Die, also. Ich habe ja, ich besitze ja von Lawnform die schon die Kleeblätter. Jetzt könnte man sagen, ja, warum hast du dir die geholt? Aber das ist ja noch mal ein ganz anderer Stil, ja? Und die sind ja sehr groß, die sind ja auch etwas kleiner. Was ist los? Mami ist gleich fertig. So, und dann habe ich mir noch zwei Stencil mitgenommen. Kerzenblumenklee. Das ist einmal dieser hier. Da muss ich ja nichts drunter halten. Das seht ihr. Da habt ihr einmal Kerzen, Blumen und Klee. Also auch sehr schön. Und zu allerletzt
Ostereier. Da fällt hier wieder was raus. Das klebt die Jutta immer fest. Ja. Das ist doch wunderbar, oder? Da könnt ihr euren Hintergrund selber machen oder Boxen oder was weiß ich. Es gibt da so viele Ideen und ihr könnt damit so, so viel machen. Aktuell läuft diese Woche eine absolut geile Wochenrabattaktion. Ihr kriegt auf das ganze Wintersortiment, also Stempel und Stanzen, einfach mal unschlagbare 30%. Also, hallo, bestellen. Da kann man nichts anderes sagen. Wenn ich das noch nicht gehabt hätte, hätte ich spätestens jetzt zugegriffen. Aber ich habe das alles schon. Aber ihr könnt das. Wenn ihr das noch nicht habt, dann schaut unbedingt mal im Shop vorbei. Ist ab heute und endet dann quasi Freitag. Die Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, aber bis Freitag ist das auf jeden Fall alles erhältlich. Solange der Vorrat reicht, gehe ich mal von aus. Dann habt einen schönen Montag und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!